Ich würde Sie bitten, wenn Sie anderen Heuchelei vorwerfen, dass Sie sich an die Wahrheit halten. Wahr ist, es gab einen Konflikt in der rot-grünen Koalition über geplante Panzerlieferungen an die Türkei. Wahr ist aber auch, dass genau aufgrund dieser Auseinandersetzung es zu einer Neuverhandlung über die Rüstungsexportrichtlinien gekommen ist, dass der Kollege Gernot Erler für die SPD-Fraktion, dass die Kollegin ich für die grüne Fraktion mit der Bundesregierung verhandelt hat. Sehr spannend, Frau Kollegin Roth, ist das, was Sie mir vorhalten. Sie haben ja gar nicht abgestritten, dass die Panzer dann doch in die Türkei gerollt sind. Sie sagen dann nur, Frau Roth, dass Sie dann anschließend die Richtlinien geändert hätten und dann quasi waffenfrei weiterregiert hätten. Frau Kollegin Roth, im Jahr 2002 auf 3, da haben Sie regiert, das war dann nach den Richtlinien, Frau Kollegin Roth. 2002 lag der Kriegswaffenexport bei knapp 300 Millionen Euro. Im Jahr 2003 haben Sie ihn dann auf 1,3 Milliarden Euro gebracht. 1,3 Milliarden Euro. Das ist eine gewisse Steigerung, oder? Zugegeben. Also Ihre neuen Richtlinien haben dann gewirkt, Frau Roth. Die haben wirklich gewirkt. Im Jahr 2005 haben Sie dann in Ihrer Regierung den Gipfel erreicht. Da waren Sie dann bei über 1,6 Milliarden Euro. Da war die Frau Kollegin Wiczorek-Zoll, da hatten Sie wie viele Jahre Bundessicherheitsrat-Jubiläum zu dem Zeitpunkt? 7 Jahre. Und da waren Sie noch 2 Jahre drin. Wenn das alles so schrecklich und unmöglich gewesen wäre, warum sind Sie nicht ausgeschieden? Sie blieben alle auf Ihren Sesseln kleben. Das ist doch. Und abschließend. Frau Roth, und jetzt tut es richtig weh. Jetzt lese ich Ihnen mal vor, was da geliefert wurde. Nach Saudi-Arabien in Ihrer Regierungszeit 2001. Schießanlagen, Schießsimulatoren, Revolver, Pistolen, Karabiner, Maschinengewehre, Panzerfäuste, Teile für Patrouillenboote, Munition für Haubitzen, Maschinenpistolen etc. Und jetzt sagen Sie mir, dass man all die Waffen nicht gegen Demonstranten und Aufständische einsetzen kann. Das ist doch völliger Blödsinn.